Haben Sie diese Woche auch so derbe gefeiert? Tag der Deutschen Einheit. Oder wie ich ihn liebevoll nenne, unseren Ossipendence Day. Ja. Ja, 28 Jahre Wiedervereinigung. Gewürdigt mit einem großen Festakt in Berlin. War geil, oder? Ein Mega-Event, vor allem der Showteil. Seien Sie dabei, wenn am 3. Oktober Bundesratspräsident Michael Müller sein Amt an Daniel Günther, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, übergibt. Woo, yeah! Seien Sie dabei, wenn Daniel Dingsbums einen anderen farblosen Brillenträger ersetzt. Da werden Sie noch Ihren Enkeln nicht von erzählen. Aber mal ganz ernsthaft, ich habe es mir angeguckt, es war wieder mal ein sehr schöner Festakt, wirklich. Und da gibt es ja diese wunderbare Tradition, ich weiß gar nicht, ob Sie die kennen, bei genau diesem Termin lässt unsere Kanzlerin gern mal die Seele baumeln. Also, kurz gesagt, sie ratzt weg. Hier zum Beispiel 2012 bei der Rede von Lammert. Ein freies, vereintes, demokratisches Deutschland. Dann letztes Jahr beim Steini hier. Ja. Und Mittwoch natürlich bei Herrn Schäuble. Guck mal, ja. Ja gut, ich meine, der Schlaf vor Mitternacht ist so wichtig. Das ist einfach so, das ist erwiesen. Ne? Dabei hat der Schäuble eine gute Rede gehalten und uns alle zu mehr Gelassenheit gemahnt in diesen hysterischen Zeiten. Recht hat er, völlig recht. Auch im Prozess der Einheit gibt es eindeutig Fortschritte, Erfolgsgeschichten. Klar, auf der Minusseite stellen wir fest, immer noch kein DAX-Unternehmen in den neuen Bundesländern. Und fast alle Schlüsselpositionen in Politik, Verwaltung und Medien werden weiter mit Wessis besetzt. Na und? Hört mal auf zu meckern da drüben, was ihr Ossis allein im letzten Jahr gekriegt habt. Ein starkes Signal war ganz am Anfang unserer jetzigen Bundesregierung die Ansiedlung des Bundesfernstraßenamtes in Leipzig. Oder etwa auch die Vergabe des Kompetenzzentrums Wald nach Mecklenburg-Vorpommern. Siehste, ne? Ihr habt doch das Kompetenzzentrum Wald. Ne? Wenn ihr brav seid, kriegt Brandenburg noch das Kompetenzzentrum Spreewaldgurke. Aber dann ist auch mal gut, wirklich. Laut Einheitsbericht holt der Osten in fast allen Bereichen wirklich auf. Es droht langfristig, sagen die Forscher, nur eine Gefahr, Bevölkerungsschwund. Zu viele Menschen gehen weg aus dem Osten, das ist Fakt. Vor allem Frauen wandern ab. Das ist ein Problem auf die Dauer. Ja, Qualifizierte wandern ab. Und die meisten Zuwanderer wollen auch nicht mehr in die neuen Länder. Komisch. Ja. Ich meine, klar, im Westen gibt es auch Leute, die glauben, Heimatgefühle und Wut auf Flüchtlinge bringen Jobs zurück. Aber im Osten treten die halt sehr dominant auf. Muss man trotzdem im Gespräch bleiben. Es tut Not, dass man diesen Dialog mit den Bürgern sucht. Ich hab so einen Hype! Es gehört zur Wahrheit dazu. Nicht jeder traut sich in eine solch robuste Art der Auseinandersetzung. Wir sind die Arbeiterklasse! Du dämmiges Schwein! Das ist häufig eine sehr robuste Sprache, die auch anders ist als im Westen. Wir sind das Volk, verpisst euch! Das muss man haushalten. Hau ab! Sehr gern! Ja. Muss man aushalten. Ja. Diesen Dialog muss man aushalten. Jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop. Unser neues subtiles Protest-T-Shirt. Wir sind die Arbeiterklasse, du dämliches Schwein. Ja, das ist mein Körper, meine Damen und Herren. Fakt ist aber auch, jeder dritte Ostdeutsche ist Niedriglöhner oder Aufstocker. Das macht es für die AfD leider zu leicht zu ernten. Und gerade in der Nachwendezeit haben sich Verletzungen und Demütigungen aufgestaut. Deswegen fordert der sächsische SPD-Politiker Martin Dulich jetzt eine gesamtdeutsche Wahrheits- und Versöhnungskommission, in der das alles noch mal schonungslos auf den Tisch kommt. In der sich Ossis und Wessis einfach mal sagen sollen, was sie nervt. Eine tolle Idee. Herzlich willkommen zu... Jetzt wird's schmutzig. Die schonungslose Ossi-Wessi-Wahrheitskommission mit Olaf Schubert. Ja. Ich begrüße alle recht herzlich hier bei der Wahrheitskommission. 28 Jahre Kränkung und Demütigung. Wir arbeiten das jetzt hier im Akkord unter Männern auf, würde ich sagen. Und dann wird aber wirklich auch mal ein Schlussstrich gezogen. Ja. Ich meine, in Südafrika hat die Wahrheitskommission ja auch sehr gut funktioniert, also vermittelnd zwischen Schwarzen und Weißen. Und ich spreche jetzt hier für die ostdeutschen Neger. Und ich meine,
es ist ja gar nicht so schlimm, wie befürchtet. Ich meine, ich habe ja nichts gegen den westdeutschen Mann. Ne? Muss ja auch dazu sagen, das sind ja keine richtigen Männer. Das sind ja, naja, sind ja alles eher so verweichlichte Allergiker mit Burnout. Ne? So, ich meine, gab es bei uns ja im Osten auch nicht Burnout. Hier so halbschwules Nervenauer. Ne? Ich meine, na, ich habe noch Stahl geschmiedet. Wirklich mit der bloßen Faust. Ne? Oder mit der Stirn. Ja. Und hier in Köln, hier höre ich immer, ja, wir sind harte Jungs, wir haben hart gefeiert. Ich meine, bloß weil sie mal zur zweiten Flasche Wodka getrunken haben. Ich meine, das macht der Ossi nebenbei. So, ja, hinter Frühschicht. So, und ein wirklich großes, grundlegendes Problem ist, wir im Osten fühlen uns nicht genug gesehen. Und das ist natürlich eine Umstellung, ne? Denn damals wurde ja alles beobachtet. So. Aber wenn man den Oster dann doch zufällig irgendwie mal wahrnimmt, dann kommt immer das Gleiche. Schreckliche Klamotten, furchtbare Frisuren. Also bitte. Ich meine, das ist doch absolut pfiffig. Ja. Ne? Und ständig hört man immer Jammer-Ossi, Jammer-Ossi. Ich meine, ich jammer überhaupt nicht rum. Keiner jammert im Osten rum. Entschuldige, nach meiner Erfahrung gibt's aber schon... Siehst du, jetzt sag ich, wer ist schon wieder unterbrochen, ey. Ich meine, und wer sagt immer, der Ostdeutsche sei doof? Hä? Bei uns in der Schule, da ging die Zensur nur bis 5. Bei euch ging sie bis 6, weil die 5 für eure Doofheit nicht mehr ausgereicht hat. Ja. Und das zeigt sich ja heute noch hier. Stichwort hatten wir gerade, Dieselabgasskandal. Ihr manipuliert Autos und seid auch noch so blöde, euch dabei erwischen zu lassen. Ich meine, wenn man betrügt, ne, dann muss man auch mal durchziehen. Wie bei uns im Osten, Doping, ne, die Kugelschoßerin, die hat einen Vollbart. Ne? Die hatten sogar noch ein Schnauzbart an Steiß. So, aber. Na und? Ne, ich meine. Ja. Also. Das Wort Doping gab's gar nicht. Ja. Du, weißt du, was mich nervt? Können wir auch mal zu kommen. Was mich nervt, ist, dass wir im Westen so unfassbar viele Sachen von euch aus jetzt übernehmen mussten seit der Wende. Zum Beispiel. Ah, hier, den blöden grünen Abbiegepfeil zum Kotzen, oder? Jetzt mal ehrlich, vor dem Mauerfall war bei uns, also im richtigen Deutschland, da war ganz klar, Ampel rot, ich bleib stehen, Feierabend. Und jetzt auf einmal weißt du gar nicht mehr, man muss abbiegen, soll aber gucken. Ja, wie denn jetzt? Das ist für mich Kommunismus, ganz ehrlich. Ach ja, und Wolfgang Lippert war scheiße in Wetten, dass. Vielen Dank. Nee, der Lippi hat... Der hat das richtig gut gemacht. Der hat ganz menschlich moderiert. Ja. So, und wenn der Russe ein bisschen schneller gewesen wäre, der Kommunismus hätte im Westen hier genauso gut funktioniert. Also schlecht. Ja. Und wenn er apropos funktionieren, sagt er ja immer, die Ostfrauen sind besser im Bett. Ich meine, wer sagt nur die Frauen? Hä? Ich meine, zu 6 gehören immer 2. Also bis 5. So, ja. Und jetzt immer mehr Frauen wandern ab in den Westen. Und wer bleibt zurück? Der Mann. Und der Wolf. Ja. Ich meine, aber ich muss sagen, ich bleibe gerne drüben. Was soll es hier in NRW? Alles abgeranzt und marode. Ne? Bei uns dagegen alles neu, schicke Städte, moderne Straßen. Denn wir drüben, wir haben nämlich wirklich mal Geld in die Hand genommen. Ja. Und wir haben uns was aufgebaut. Und da muss ich mich fragen, was habt ihr hier gemacht? Ja, was? Ja, da müsst ihr mal Hand anlegen. Wir wollen natürlich, dass es euch genauso gut geht. Und deshalb will ich doch helfen. Wenn ihr Fragen habt oder du, ruft an, selbst mitten am Tag. Ich meine, wir wollen ja auch die nächsten 28 Jahre irgendwie gemeinsam friedlich über die Zeit kriegen. Schaffen wir das, Oliver? Hm. Komm her, wir sind da alle Arbeiterklasse. Du dämliches Dreckschwein. Olaf Schubert, meine Damen und Herren.